Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario 3D World. Im letzten Jo, mit R2D2 Im letzten Part haben wir Welt 3 ziemlich abgeschlossen, bis auf dieses letzte Level, was hier noch überraschenderweise dazu kam. Also zumindest war es vor 4 Jahren überraschend, wo man dann dieses Level aufpoppen sehen hat. Jetzt ist es schon eigentlich nicht mehr überraschend, aber egal. Nämlich von Zischli gewährt eine Audienz ist es. Und wir spielen mit Toad, weil ich habe das ausgewählt in dem vorherigen Zufall. Die Aufnahme ist dann nur gecrashed. Grelft. Also OBS. Und deswegen nehmen wir Taub, weil der wurde per Zufall ausgewählt. 3,09, da kann man nichts dagegen sagen, ne? Ja, ist gut. Mein Notendurchschnitt. Ist gut. Gut, meine Schwester hat eins von 2,3, aber. Tja. Und hier kommt von Zischl so eine komische riesige Schlange. Und die hat aber auch keine 5 durch, das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Ja, schon. Oh mein Gott, ich habe mich fast von dem Stein treffen lassen, das wäre billig gewesen. So wie du. Ey, das war jetzt aber nicht nett. Zu dir immer. Au! Hey, ich war gerade gestoppt. Hatte nichts gegen sagen. Okay. Dum, 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 dum. Die Musik ist ganz cool bei dem von Zischl. Stimmt, es ging ja immer so, ne? Wenn man da so dreht, dass man dann auf seinen Kopf drauf kam. Voll der geile Trick. Das Drehen geht auch wieder bei Odyssey. Echt? Ja. Haha, einfach ohne die eigentliche Taktik besiegt. Nintendo, ihr müsst mal ein bisschen besser aufpassen. Einmal hast du es genutzt. Ja, ich weiß. Aber da hatte ich noch nicht die Katze so von Anfang an. Ja. Ja, stimmt, Katze braucht man aber nicht für den Trick. Ja. Ja, ist ja gut. Ja, ist doch gut. Wow, jetzt bist du wirklich daneben gesprochen. Hä, bin ich nicht. Ich hab den getroffen. Ja. Eindeutig hab ich den getroffen. Das ist voll der Stylersprung gewesen gerade, gell? Es war gerade voll der Stylersprung. Ja. Ich will alle Münzen. Ich bin greedy. Weißt du, manchmal lässt du einfach Münzen irgendwo liegen. Nee, eigentlich nur im normalen Levelverlauf dann, weil ich will ja nicht jeden Punkt einsammeln vom Level. Aber hier so, wenn ich da so diese Treppe hochrenne, mache ich es eigentlich immer so. Das ist kein New Super Mario Bros. 2, wo du das wo du die Millionen Münzen brauchst. wo was heißt braucht. Du brauchst sie höchstens für diese lächerliche Belohnung. Ja, die lächerlichste Belohnung ever. Das war so bescheuert. Ist so. Und dann die Belohnung für die 9.999.000 ist noch lächerlicher. Ich will zwar jetzt nicht spoilern, aber die ist einfach komplett lächerlich. Also Leute. Die neue Welt wäre geil gewesen. Das wäre gut, ja. Aber. Das ist lächerlich. Ich will euch nicht spoilern, aber ich sag euch, ihr solltet es besser nicht machen, weil ihr am Ende nur... Das Spiel ist auch schon wieder ewig alt. Ja, aber wenn jemand gerade zum Beispiel gerade eben so das Video schaut und denkt sich so, oh, ich hab gerade schon 900.000 Münzen oder so, oh, was wird kommen? Ich sag's dir, mach das nicht, das ist Zeitverschwendung. Das ist Bullshit, was man kriegt. Bei mir hält Spoilern Grenzen ab 2 Jahre Spielrelease auf. Alles mega. Beach! Achso, das heißt, von Breath of the Wild darf ich noch nicht spoilern? Ja. Ja, ich habe das Spiel eh nicht richtig krass durchgespielt. Ich habe nur 50 Schreine. Ich habe nur 50 Schreine gehabt und habe Gernon dann geplättet. Und ich hatte das Master Sword, aber nicht das mit dieser wahren Stärke halt. Ba. Genauso wie bei Filmen und Serien. Nach einem Jahr ist es mir scheißegal, nach 2 Jahren ist es mir scheißegal, weil wenn ich es nach 2 Jahren nicht gesehen habe oder gespielt habe, dann will ich es auch eigentlich gar nicht spielen. Und warum habe ich den einen gerade da unten besiegt, wo ich mit der Kralle zugeschlagen habe? Stampf. Lol. War da oben nicht irgendwie was? Ne. Also nichts Entscheidendes, sagen wir so. Münzen. Ganz wichtig, ne? Ich weiß, dass hier oben ein Star war. Katsching. Wäre so geil gewesen, wenn er jetzt keine... Nein! Aber sowas nennt sich Pro-Gamer. Ich hab nie gesagt, dass ich einer bin. Doch, hast du auch. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du auch. Nein, hab ich nicht. Doch. Ich kritisiere dagegen, dass ich es nicht habe. Du kritisierst dagegen? Ja, ich streike dagegen. Du streikst dagegen? Ja, ich streike dagegen. Ich renne jetzt hier auf der Straße mit so einem Schild rum und sag so, ich bin kein Pro-Gamer oder ich habe es nie gesagt. Bist du in einer Gewerkschaft? In einer Gewerkschaft, ne? Dann wird das Streiken ja wieder schwierig. Obwohl, ein Streikrecht hat jeder. Aber arbeitest du? Nee, mach nicht. Hast du überhaupt eine Ausbildung? Ja, hab ich dir doch gesagt. Nein, du hast nur gesagt, dass du Berufsschule machst. Ja, aber die macht man ja nur, wenn man eine Ausbildung hat.
Ja, das kannst du auch ohne machen. Echt? Ja. Man kann Berufsschule ohne Ausbildung machen? Theoretisch schon. Macht das keinen Sinn. Nicht springen! Ja, ich hab aufgepasst. Das war dezent knapp, oder? Was? Nein. Da ist ein Stern. Was? Wo siehst du da einen Stern? Ich hab ihn mir eingebildet, sorry. Das war bei dir gar nichts Verwunderliches. Ja, du hast Schlafmangel, da bildet man sich manchmal schon was ein. Ich hab doch keinen Schlafmangel, nein. Ja. Weißt, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du bei der E3-Zeit mir geschrieben hast, was, wie kannst du nur bis 4 oder 5 Uhr nachts aufbleiben und gerade eben was erzählt, ja, 4 Uhr, das ist normal. Ja, nur in die Ferien. Was, E3 waren keine Ferien, nein. Echt? Ja. War die zu der Ferienzeit? Nee, meine Eltern lassen mich, wenn Schule am nächsten Tag wäre. Durchgehend auf. Ah, easy. Ich weiß gerade gar nicht. Pfingstferien? Wow. Der Sprung war ein bisschen zu früh. Ja, der war ein bisschen zu früh, ich weiß. Der war nicht so geil. Der war nicht so gelungen. Nicht so geil, wie ich gedacht habe. Da war da unten nur Asche, das ist noch unnötiger. Kopfstoß. Ja, man muss sein. Die ist so langsam. Ey, da kriegst du eine Münze drauf. Oh, eine Münze. Das wäre so geil gewesen, er könnte sie doch nicht klettern, auf einmal so wupp. Das ist schon mal passiert, ich wollte gerade auch wegspringen, weil ich mir dachte, das Klettern reicht nicht mehr. Weil es ist ja so passiert, dass sie dann so an der Pfahl so struggelt und dann bleibt sie einfach so weiter unten hängen. Struggelt? Ja. Und wir kriegen so eine tolle Biene. Dann ist das andere keine Biene, dann ist das andere was anderes. Ameise! Hättest du aus wie eine Biene gerade? Das sind die Dinger! Ach so. Hättest du aber nicht aus wie die Dinger gerade? Doch, vom hinten. Von hinten. Okay, Spaß. Halt dein Maul. Ist zwar dein Let's Play, aber halt dein Maul. Ah, hier kann ich ja nur die Aussicht genießen. Ah, oh, super, die schöne Steppe. Diese Wüstensteppe sieht so schön aus. Sie erinnert mich voll an Grand Canyon. Vom Aussehen her. Hä, ist so. Da. Sie sieht voll aus wie eine Biene dort. Nein, ich will Zufall machen. Hier. Da, das war der Stempel. Das sind die Ameisen, das war die Ameise. Na, kann schon sein. Kann schon sein, willst du mich verarschen? Nein. Okay, wen zocken wir? Tod, geil. Die Feuerblume, jetzt sehe ich aus wie ein Riesenpilz wieder. Maxi-Pilz am Start. Stimmt, den gibt's auch, den gibt's lange gibt's nicht mehr. Ja, das letzte Spiel, wo er, glaube ich, aufgetaucht ist. Hier gibt's ihn aber sogar. Was? Hier gibt's ihn aber sogar, das weiß ich. Selten, ja, aber einmal. Es gibt ihn. Nee, zwei oder dreimal ja, sogar. Aber das letzte Mal, wo er wirklich richtig aufgetaucht ist, war bei Mario Kart Wii. Ja, da war ja ein Item. Ja, stimmt. Ich mag diese Dschungelmusik irgendwie voll. Das war so dumm. Das war sowas. Boah, dafür habe ich den jetzt voll geraped dann. War ja richtig übel. War hier nicht irgendwo eine Feuerblume? Ich könnte schwören, dass hier eine war. Anscheinend nicht. Schade. War hier unten ein Stern, das war aber irgendwie so. 50-50! Eins richtig, eins wieder falsch. Eins richtig, eins wieder falsch. Das war da unten irgendwann. Nee. Das war noch eine Da unten war der Stern nicht. Fuck this shit. Fuck this shit. I'm out. Sieht aber aus wie so. Ah. Sternmünzen. Yay. Diddle-diddle-ding. Fuck you. Was? Ich glaube, hier könnte es vielleicht eine geben. Wir haben schon alle drei Sterne unter. Nein, ich meine Item. Könnte sein. Oh mein Gott, ich wäre gerade fast gestorben. Ja, sowas Neues. Ja, so oft bin ich in dem Let's Play gar nicht, noch gar nicht gestorben, außer da, wo wir zu zweit gespielt haben. House. Level beendet.
Wir kriegen eine Röhre. Scheiße. Was Scheiße? Wir haben jetzt 12 Minuten ohne Ton. Echt? Ja. Ohne Spielton. Den? Ja, ohne Spielton. Ja, und ich habe einmal gesagt, die Musik ist nice. Das ist echt überraschend. Die denken sich auch so, welche Musik ist denn nice, bitte? Und ich summe dann zur Stummheit dazu. Oh. Cringe, Alter. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich schaue hier runter, auf einmal sehe ich hier so drei rote Teile. Oh, doppelt gefickt. Das bedeutet Krieg. Doppelt gefickt. Das bedeutet Krieg, wenn man noch Kreuz, wenn man noch Kreuz. Das bedeutet, sag sowas nicht. Du darfst sowas nicht sagen. Wieso darfst du nicht sagen? Weil du kein Asi bist. Ich bin kein Asi. Nein, wohnst zwar hier im Ghetto, aber bist kein Asi. Trotzdem, das gibt Krieg, Alter, er hat mir nur einen Pilz gegeben. Ich tu Webbrowser weg, auf einmal sehe ich drei rote Dinger. Kann irgendwie ja nicht richtig sein. Ich drück schnell an, du schaust doch hin. Ich denk mir so, hoffentlich hat er das nicht gesehen. Ja, ich hab gerade auf diese Röhre geachtet, deswegen. Ah, scheiße. Wow. Das war richtig gut. Das ist so geil, als wärst du jetzt mitgesprungen. Ja, Kamikaze. Ich mach Suizid, aber ich nehme die Pilze. Hä, ich hab ihn... Voll qualvoll in Lava schmeißen oder steht das? Wow! Ach, das ist gut! Ja, vor allem, weil ich das gesagt, war mein Musik Fehler! Das war mein Fehler! Naja, was soll's. Dann lachen sie sich halt wenigstens nach, wenn ich dann zu nichts summe. Da macht die Disco-Musik, die ist geil. Die ist so super. 4-3, welche ist denn die nächste? Ah, das ist sogar die Disco, kann man sie gleich hören. Ich mach eine andere Musik mit einer Rhythmusweise. Echt, es gibt andere auch mit Rhythmus dort? Es gibt nur diese beiden hier mit Rhythmus. Vielleicht mal zu Galaxy. Da gibt es auch diese Rhythmus-Themes bei Galaxy. Ach nee, der Anfang ist anders. Ja, ich weiß schon. Dann summe ich trotzdem zum Falschen dazu. Ich summe irgend so eine Waldmusik und dann kommt so Disco-Musik. Auch geil. Boah, es nervt sich so ein kleiner Piep, ne? Hat sich 15 Jahre lang auch nicht gestört. So fies. Na, ich dachte, du kannst mit ich nicht. Ja, schon. Stimmt, ne? Da ist er durch. Das auf jeden Fall. Gibt's jetzt mal irgendwo einen Pilz? Nein. Jetzt kommst du da nicht hoch. Ja, noch eine Cherry. Stimmt, hier gab's auch wieder irgendeinen Scheiß, wo du irgendwie bestimmt viele gebraucht hast. Ha! Ja klar, ich nehme noch eine fünfte dazu. Oh. Knappe Kiste. Tschüss! Die eine wird allein gelassen. Forever alone, ich glaub. Kacke. Nein! Die eine wird zurückgelassen. Nee, die anderen, ja, alle anderen. Die eine wird zurückgelassen. Die eine wird zurückgelassen. Ja. Am Ende wurden einfach die vier zurückgelassen. Beziehungsweise gekillt. Gekillt! Fatality. Oh, das war knapp. Ja, man weiß doch, dass die zwei werfen. Ja, ich weiß, trotzdem ausgehen. Du hättest 6 haben können! Ja, ich weiß. Aber jetzt muss ich halt aufpassen, weil ich glaube, ich brauche 2 oder jetzt bei der Röhre so. War es richtig unnötig, dass du das richtig gestellt hast. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Jetzt sind wir nur zu zweit zum Einsammeln. Du hast es einfach noch falsch aufgestellt. Oh oh. Hol ich offscreen. Hol ich offscreen. Das entscheide ich, ob ich es rauskippe oder nicht. Nee, ich muss einfach, ob ich die Aufnahme beendet habe.
Warum sind die jetzt 5 Kilometer untereinander Unterschied? Weil die eine auf der anderen drauf geglitscht ist. Nein, weil der eine, nicht. Ja, jetzt kann ich den letzten auch nicht. Kurz gestanden. Jetzt kann ich den letzten auch nicht holen, weil da brauchst du auch 2 für. Alles verkackt, was man nur verkacken kann. Nein. Auch. Den Einstern. Ach, ich bring mich um, weißt du, ich glaube, dann kann ich die Röhre nochmal probieren. Ja, kann ich das nochmal probieren? Stattdessen, dass er es einfach nochmal durchrennt, die letzten paar Schritte. Nein, erst noch umdrehen. Voll bei der Steppel, oder? Das war dumm. Das war sehr dumm. Das war pure Dummheit, Alter. Jetzt mache ich trotzdem alles offscreen, Leute. Ja, jetzt kannst du fast dein Nachname gesagt. Was hättest du gerade fast mein Nachnamen gesagt? Ja. Ich wollte wirklich so eine. Das ist richtig dumm an die. Aber das hast du nicht gesagt, oder? Nein. Wenn, naja, hättest du an die Nachname einfügen, wollte ich sagen. So richtig dumm an die Nachname. Naja, mein Nachname ist auch auf YouTube einfach Gamer. Na, Andi Gamer. Ja. Guten Tag, Herr Gamer. Ja, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Also, Scheiße. Ach komm, Sie haben doch guten Tag am Anfang gesagt. Ich war jetzt ein Smooth Lauf. Vor allem war es auch so gut. Sagst du so noch Sie. Jetzt läuft es. Ja. It's on. Aber ich habe den Stempel leider nicht. Heißt, es bringt mir trotzdem nichts. Ich muss nochmal durchlaufen durch den Kajak. Könnt ihr mal ein bisschen näher beieinander gehen? Dann. Die Challenge nicht zu springen. Das ist der Shit. Die wirft fast. Ja, hab ich gesehen. Jetzt kann sie ja eine sterben. Ja, aber die geben Bonuspunkte am Ende. Wow, was der jeweils um die Punkte geht. Klaro. Oh fuck, ich dachte gerade, ich hab den Luki oder so einen Scheiß. Hast du dich? Ja, Luigi ist halt der Swagger, der hat halt die krassesten Dance-Moves. Feuer Luigi. Ja. Der sieht ja so cool aus, Feuer Luigi. So grün-weiß. Wolfsburger. Peach! Ist scheiße. Wolfsburger. Wolfsburger haben die grün-weiß. Okay. Wie lange ist die Aufnahme jetzt? Die ohne Hälfte, ohne Ton. Ja, genau, 20 Minuten. Ah, okay, da könnt ihr hier werden. 20 Minuten ist meine schöne, perfekte Zeit eigentlich. Nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Also, wenn euch der Park gefallen hat. Fischi-Pupkin. Ich muss gerade wirklich an SMG4 denken, wenn ich Fischi-Pupkin sehe. Also, wenn euch der Park gefallen hat, könnt ihr da Daumen hoch da lassen. Checkt deinen Channel aus in der Kanal. Nicht in der Kanalbeschreibung. Ja, ja, gerade. In der Videobeschreibung ist da drin. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir hier in diesem schönen Wüsten-Canyon hier weitermachen. Also, bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Rein, ciao. Euer Andy Gamer. Tschüss. Ciao.